Aktien, die perfekte Altersvorsorge, darum geht es in diesem Video und damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Und ich habe mir mal überlegt, ich habe auch schon mal das eine oder andere Video zu dem Thema gemacht, aber heute nochmal so ein bisschen global die Betrachtung, ja, sind Aktien wirklich die perfekte Altersvorsorge? Nein, sind sie natürlich nicht, aber es gibt viele, viele Vorteile. Und wir werden uns in diesem Video eben mal die Wesentlichen anschauen. Und wie ist das Video aufgebaut? Wir werden zunächst nochmal die drei Säulen uns der Altersvorsorge in Deutschland kurz anschauen und die Aktien mal einordnen. Ja, wir werden dann die wichtigsten Vorteile und Nachteile der Aktien mal herausarbeiten im Überblick. Und werden dann uns nochmal mit so ein paar speziellen Fragestellungen widmen. Also können Aktien wirklich die Rentenlücke schließen, ja? Was sind die Vor- und Nachteile der Aktie gegenüber GmbH-Anteilen? Auch eine interessante Fragestellung. Soll ich das Kapital im Alter dann wirklich verzehren? Soll ich Aktien verkaufen oder soll ich von meinen Dividenden leben, von meinem Dividendeneinkommen? Und zu guter Letzt Aktien vererben, verschenken, was man entsprechend beachten muss. Das sind so die Punkte, die euch in diesem Video erwarten. Durchaus interessant und wir fangen direkt mal an mit den drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland. Also ihr kennt es alle, gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge und natürlich die private Vorsorge. Und ihr seht schon, ich habe die drei Säulen mal alle so ein bisschen unterschiedlich breit gewählt. Und da sieht man so ein bisschen eigentlich, wie ich die drei Themen gewichte. Also ich denke, nach wie vor hat die gesetzliche Rente auch in Zukunft, auch für die jetzt 30, 35-Jährigen, eine hohe Relevanz und wird einen relativ großen Anteil am Alterseinkommen ausmachen. Aber ihr seht, ich habe die private Vorsorge fast genauso breit gewählt vom Balken her wie die gesetzliche Rente, was eben zeigt, dass es hier auf jeden Fall entsprechend viel zu tun gibt, um entsprechend die immer weiter zurückgehenden Leistungen der gesetzlichen Rente abzufangen. Und ihr seht natürlich auch die, ich habe es jetzt hier mal umkringelt, die Aktie ist natürlich im Wesentlichen der privaten Vorsorge hier zuzurechnen, dieser Säule. Ja, natürlich kann man auch im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge gewisse Fonds-ITF-Modelle wählen, bei denen direkt zu sagen, wo natürlich auch Aktien eine Rolle spielen. Aber hier in diesem Video soll es also wirklich um die private Vorsorge gehen, um eben auch eine möglichst ideale Flexibilität bei dem ganzen Thema zu haben. Bei der betrieblichen Altersversorgung bin ich natürlich auch immer an gewisse Fristen und bestimmte Regelungen gebunden und an nachgelagerte Besteuerung und so weiter. Schauen wir uns auch gleich nochmal ansatzweise an. So, darum geht es also letztendlich um diesen Block und da ordnen wir die Aktie ein. Was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile der Aktie im Hinblick auf die Altersvorsorge? Vorteil Nummer 1, Inflationsschutz gegenüber Anleihen oder irgendwelchen Bankeinlagen. Hat die Aktie einen Inflationsschutz drin, wenn ich eben in Unternehmen investiere, die auch sehr, sehr leicht entsprechend ihre Preise weiter steigern können, beispielsweise jetzt Coca-Cola, ja, McDonald's und so weiter, die können einfach ihre Preise entsprechend der Inflation auch mit nach oben ziehen und somit habe ich sozusagen damit schon einen recht einfachen Inflationsschutz erreicht bei der Aktie. Ja, Schutz vor Crash des Finanz- oder auch des Währungssystems, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Stellt euch vor, es bricht das totale Chaos aus in irgendeinem bestimmten Land, meinetwegen in Deutschland, oder der Euro bricht komplett zusammen, das Währungssystem bricht komplett zusammen. Ist vielleicht einigen Aktienkonzernen wie McDonald's, Coca-Cola relativ egal, weil diese Unternehmen sind global aufgestellt. Selbst wenn auch die dadurch entsprechend betroffen sind, in eine Krisensituation kommen, dann werden die wahrscheinlich auch irgendwann wieder auferstehen und entsprechend weiter operativ tätig sein. Und wenn man eben auch in dieser schwierigen Zeit die Anteile hält, dann werden die Anteile irgendwann auch wieder an der Börse gehandelt, sind was wert. Also man kann sich mit Aktien so ein bisschen von dem eigentlichen Finanzsystem abkapseln. Ja, auch was natürlich Versicherungen angeht, auch wenn die ganze Versicherungsbranche mal crasht, Lebensversicherung und so weiter. Auch dann ist man hier natürlich mit Einzeltiteln oder ETFs, wie auch immer, die eben Sondervermögen sind, dann entsprechend im Vorteil. Renditepotenzial muss ich gar nicht weiter erwähnen. Aktien natürlich eine der Anlageformen mit standardmäßig der höchsten Rendite. Geringe Kosten, insbesondere bei Einzelaktien, wenn ich die kaufe, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Argument. Zum Beispiel auch im Gegensatz zu der privaten Rentenversicherung oder auch der betrieblichen Altersvorsorge, die ja letztendlich auch immer über private Versicherungsunternehmen abgedeckt sind. Viele Vertriebskosten, viele laufende Verwaltungskosten und so weiter. Das Thema habe ich halt bei der Aktie, wenn ich in Einzelaktien investiere,
Überhaupt nicht. Dann eben dauerhaftes Einkommen bzw. Vermögensaufbau über Generationen. Die Aktie kann auch entsprechend ganz gut vererbt werden. Das schauen wir uns auch gleich nochmal näher an. Steuerliche Vorteile, insbesondere im Bereich bei Kursgewinn, wenn ich eben erst die Steuer dann auf den Kursgewinn zahlen muss. Am Ende habe ich einen Steuerstundungseffekt drin. Ich habe insgesamt einen recht geringen Verwaltungsaufwand, habe damit eigentlich nicht viel zu tun. Und ich habe eben auch keine nachgelagerte Besteuerung oder keine nachgelagerten Krankenversicherungsbeiträge wie bei vielen gesetzlichen Konstrukten. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie es bei Riester ist, aber grundsätzlich bei der, betrieblichen Altersversorgung ist das eben alles mal nachgelagert und da weiß man am Ende auch nicht so genau, was da im Alter dann letztendlich genau auf einen zukommt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Aktien sind eine volatile Anlage. Ja, wenn ich eben wirklich plane, im Alter Kapitalverzehr zu machen, das Aktienportfolio dann auch zu reduzieren, zu verkonsumieren, da muss ich entsprechende Maßnahmen schaffen, muss irgendwann auch umschichten, Cash oder Anleihen, dann kommt doch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Aber was ist der Knackpunkt? Know-how-Aufbau im Bereich Aktien, ETFs ist zunächst mal zeit- und arbeitsintensiv und letztendlich auch das richtige Mindset. Und auch eine gewisse Gelassenheit sind meines Erachtens nach Voraussetzung für langfristigen Börsenerfolg. Und das ist oft ein sehr, sehr langwieriger Lernprozess. Und wahrscheinlich werden auch nicht alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, irgendwann mal an den Punkt kommen, dass sie wirklich gelassen sind und entspannt sind und einfach ein gewisses Mindset haben, was ihnen auch Sicherheit gibt. Das ist sicherlich der Kasus Knacktus an dem ganzen Thema. Ja, können Aktien die Rentenlücke der gesetzlichen Rente schließen? Also, das Rentenniveau sinkt sukzessive weiter ab. Im Jahr 2030 ist es dann irgendwie bei 43% in Bezug auf das letzte Gehalt, in Bezug auf das letzte Bruttogehalt, glaube ich, so roundabout, aber auch wiederum vor Besteuerung der Rente, also wenn man eine bestimmte Rentenhöhe erreicht, wird die dann auch wieder entsprechend besteuert. Das ist eben das eine, wenn man sozusagen selber in den Genuss dann seiner Altersrente kommt. Aber man sollte natürlich auch nochmal, was die Lücke angeht, auch nochmal sich ein paar andere Sachen vor Augen führen. Wie sieht das mit der Witwenrente aus? Ja, also wenn ein Ehepartner verstirbt, dann bekommt ja der Witwer oder die Witwe entsprechend Witwenrente. Die ersten 3 Monate noch volle Rente, aber dann entweder die große oder die kleine Witwenrente 55% der Bezüge des Bestorbenen oder sogar nur 25% der Bezüge des Verstorbenen. Da geht es dann, glaube ich, darum, wie alt der Witwer ist oder sowas. Aber 55% von dem dann ohnehin schon geringen Rentenniveau des ersten oder des originären Rentenbeziehers, das ist natürlich schon krass wenig, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Noch krasser ist es bei der sogenannten Waisenrente, wenn also die Eltern eines Kindes versterben, dann ist es tatsächlich nur so, dass bei Halbwaisen, also noch ein Elternteil da ist, gibt es 10% und bei Vollwaisen, also wenn beide Elternteile versterben, 20% vom Rentenanspruch des Verstorbenen. Ja, also, was ist das? Und das auch nur bis zum 18. Lebensjahr oder bis zum 27., wenn entsprechend sich die Kinder in Studium oder Ausbildung befinden. Und somit kann man, glaube ich, schon relativ pauschal mal sagen, wenn ich relativ früh anfange, Aktienportfolio aufzubauen, Dividendeneinkommen zu generieren, dann kann das natürlich ein wichtiger Baustein sein, hier in allen Bereichen, alle Lücken natürlich ein bisschen, zumindest ein bisschen zu schließen, das Ganze ein bisschen zu kompensieren. Das halt sowohl durch das Dividendeneinkommen, aber natürlich dann auch letztendlich durch den Kapitalverzehr, indem ich dann eben auch Aktien zur Not verkaufen kann. Aber das komplett alles zu schließen, vielleicht bei der eigenen Rente, ja, im Bereich Witwen, Waisen, das wird wahrscheinlich dann schwierig werden oder da muss man dann schon sehr ambitioniert auch an die Sache rangehen. Vor- und Nachteile der Aktie gegenüber GmbH-Anteilen. Warum habe ich den Punkt nochmal gemacht? Naja, weil die Aktie halt eigentlich genau das gleiche ist wie ein GmbH-Anteil. Sie ist letztendlich ein Anteil an einem Unternehmen, Anteil am Eigenkapital mit entsprechenden Stimmrechten und so weiter. Also dem GmbH-Anteil sehr, sehr ähnlich. Und aber trotzdem gibt es ein paar Vor- und Nachteile gegen der Aktie gegenüber GmbH-Anteilen. Die wollte ich hier einfach nochmal darstellen. Vorteile, Kauf und Verkauf sind deutlich einfacher als beim GmbH-Anteil. Der GmbH ist immer Notar dabei, da muss ein Gesellschaftervertrag geändert werden und so weiter und so fort. Da müssen viele vertragliche Regelungen angepasst werden. Das ist immer ein relativ komplexes Thema. Auch die Übertragung von Anteilen ist eben entsprechend deutlich einfacher, eben weil ich da keinen Dritten eigentlich für brauche.
Und ich habe natürlich auch eigentlich, wenn ich Aktionär bin, gegenüber jemandem, der jetzt vielleicht an ein oder zwei GmbHs beteiligt ist, eine bessere Diversifikation. Ja, und insbesondere bei mittelständischen Unternehmen liegen dann die meisten Assets von den Eigentümern eben auch immer direkt im Unternehmen und sind da voll gebunden. Und dann haben die eigentlich immer ein ziemliches Klumpenrisiko. Und somit Investitionen sind halt natürlich auch mit deutlich geringeren absoluten Geldbeträgen wirklich als bei der GmbH, weil da will man in der Regel nicht irgendwie 100 verschiedene Gesellschafter haben. Und genau, das ist das Thema. Ja, insgesamt auch geringerer Verwaltungsaufwand, man muss nicht an irgendwelchen Gesellschafterversammlungen oder so teilnehmen. Das sind die Vorteile. Was sind die Nachteile der Aktie gegenüber GmbH-Anteilen? Sicherlich, dass man weniger Mitbestimmungsrechte hat, weil man eben in der Regel nur Minderheitsanteil hält und natürlich dann eben auch die Einflussmöglichkeiten aufs Management entsprechend begrenzt sind und man natürlich auch so ein bisschen nicht so den Zugang zu besonderen oder wichtigen Informationen hat über die Unternehmensentwicklung, über die Strategie. Das ist sicherlich dann bei der GmbH ein bisschen intimer und da findet man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Themen heraus und kann dann auch besser entscheiden, ob es sich lohnt, dann langfristig auch da mit an Bord zu bleiben. Kapitalverzehr oder Dividendeneinkommen, der fünfte Punkt. Ja, kommt ein bisschen auf die Strategie und auf die Ziele an. Also, wenn ich letztendlich das Ziel habe, mein Aktienvermögen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, das Aktienvermögen weiter steigen zu lassen über eine lange, lange Zeit, dann muss eigentlich so ein bisschen die Dividende im Fokus stehen. Denn ich will natürlich auch dann im Alter irgendwo ein bisschen ja, was davon haben. Dann kann ich letztendlich auch nur die Dividende verkonsumieren. Die Aktien selber will ich eben halten. Dann sollten die Aktien eben auch möglichst nicht verkauft werden. Wenn ich aber selber meinen Konsum im Alter maximieren will, dann kann ich natürlich auch entsprechend das Kapital verzehren. Und nur dann ist eben auch dieses Thema relevant, dass ich eben irgendwann mal umschichten muss, in Cash und Anleihen gehen muss, um dann eben auch vor etwaigen Kursrückschlägen, vor starken Crash eben geschützt zu sein. Also man sollte die folgenden Überlegungen möglichst früh anstellen. Ja, wenn ich eben oder wenn ich Aktien habe, die keine Dividenden ausschütten, dann habe ich eine deutlich geringere Steuerbelastung, weil letztendlich ja nur Steuer bei den Kursgewinn anfällt, nicht zwischendurch bei den Dividenden, habe also einen Steuerstundungseffekt. Das ist dann letztendlich wirklich spannend für die Leute, die sagen, hey, ich will letztendlich verkonsumieren. Oder natürlich auch für die Leute, die sagen, ich will weitergeben an die nachfolgenden Generationen und wir haben so viele andere Einkommensarten, dass ich auch keine Dividenden brauche. Dann ist es natürlich der Idealfall. Aber im Regelfall ist es natürlich so, wenn ich mich dann darauf fokussiere, eben die Aktien weiterzugeben, will ich vielleicht zumindest die Dividenden konsumieren. Und wenn ich mich dann darauf fokussiere, sollte ich eben trotzdem schauen, dass ich Aktien eher mit einer geringen Ausschüttungsquote finde, mit einem hohen Wachstumspotenzial, weil dann einfach in relativ großer Form der Rendite immer noch in Form von Kursgewinn, also steueroptimiert stattfindet. Und ich gleichzeitig aber auch durch das Wachstum des Unternehmens insgesamt ein recht stark steigendes Dividendenniveau habe mit einem entsprechenden Risikopuffer aufgrund der geringen Ausschüttungsquote. Das ist mal so meine Überlegung zum Thema Kapitalverzehr oder Dividendeneinkommen. Kommen wir auch zum letzten spannenden Punkt, Thema Aktien vererben, verschenken, was man beachten muss. Also, was muss man letztendlich grundsätzlich sagen? Bei Schenkungen zu Lebzeiten gibt es ja gewisse Freibeträge, bevor dann irgendwie steuerfällig wird. Und zwar kann der nach 10 Jahren wieder komplett neu genutzt werden. Also Schenkungen innerhalb von 10 Jahren werden natürlich alle zusammen addiert und dann entsprechend besteuert. Also das wäre schön, wenn man die alle wirklich splitten könnte und die würden dann nicht zusammen addiert werden. Aber dann habt ihr im Prinzip nach 10 Jahren, habt ihr dann wieder die neuen Freibeträge zur Verfügung. Und auch im Todesfall bei der eigentlichen Erbschaft steht dann dieser Freibetrag nochmals neben den Schenkungsthemen alle 10 Jahre nochmals zur Verfügung. Und diese Freibeträge sehen wie folgt aus. Jetzt mal für die nahen Verwandten, Ehepartner 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro, Enkel 200.000 Euro. Also je geringer der Verwandtschaftsgrad, desto höher dann entsprechend der Steuersatz und auch die Steuerklasse. So, das muss man einmal wissen. Also es sind natürlich schon dann relativ große Freibeträge da. Es ist die Frage, ob man die überhaupt auch erreicht. Vor allem, wenn man eben alle 10 Jahre diese Option zieht und eben auch zu Lebzeiten schon entsprechend etwas verschenkt. Spannend beim Thema Aktien ist jetzt, das Finanzamt nimmt den Todestag desjenigen, der eben Sachen vererbt, als Stichtag, um
zu bewerten, welchen Wert das Aktienportfolio hat. Also am Ende jemand stirbt am 13.06.2018 und dann sagt das Finanzamt eben so, wie hoch waren denn die einzelnen Kurse in deinem Portfolio, und dann wird eben der Aktienwert sozusagen als Basis festgestellt, als Basis dann für die Besteuerung. Besteuerung natürlich auch nur, wenn man entsprechend über die Freibeträge kommt, die ich gerade genannt habe. Wie gesagt, wenn man jetzt weiter weg ist verwandtschaftlich, dann werden die auch deutlich geringer nochmal, die Freibeträge. So, hier besteht aber, wenn ich denn über diese Freibeträge komme und das Finanzamt tatsächlich Steuern berechnet, besteht die Gefahr, dass aufgrund einer fehlenden Vollmacht, Verfügungsvollmacht, ich erst ein bisschen später auf das Depot zugreifen kann und dort erst handeln kann und vielleicht irgendwie aktuell ein heftiger Crash kommt, die Kurse ins Bodenlose fallen. Das Finanzamt hat aber in den Todestag als Basis für die Besteuerung festgestellt und schickt mir jetzt auf einmal einen Steuerbescheid über 200.000 Euro, aber das Portfolio ist in der Zeit, wo ich noch nicht auf die Aktien zugreifen konnte, so massiv gefallen, dass ich und nicht mal mehr die Steuer eben bezahlen könnte, wenn ich jetzt alle Aktien verkaufe. Das ist ein bisschen nur der Worst Case. Und deshalb ist es halt extrem wichtig, wenn man ein Aktienportfolio vererben will, sollte man immer schon zu Lebzeiten auch eine entsprechende Vollmacht hinterlegen, sodass eben direkt, spätestens mit Ableben eben gewährleistet ist, dass die dann begünstigte Person eben auch direkt unabhängig von irgendwelchen Formalitäten, Testament und so weiter, eben dann auch direkt hier entsprechend Zugriff hat und dann auch entsprechend handeln kann. Das waren also meine Überlegungen zum Thema Altersvorsorge mit Aktien, oder ist die Aktie die perfekte Altersvorsorge? Naja, also man muss, denke ich mal, schon bei diesem Drei-Säulen-Modell irgendwo auch bleiben und sehen, jede Säule hat sicherlich ihre Berechtigung, auch die gesetzliche Rente. Klar, die wird immer weiter gekürzt, aber ist insbesondere natürlich auch für die Angestellten weiterhin wichtiger Baustein. Die private Vorsorge nimmt weiter an Fahrt auf, gewinnt weiter an Bedeutung. Hier finde ich die Aktie als einen ganz wichtigen Bestandteil eben sehr, sehr gut, weil eben einfach sie eine schöne, schlanke Struktur hat, geringe Kosten, hohes Renditepotenzial. Und das ist meines Erachtens nach eine gute Sache, sich hier entsprechend zu bilden, entsprechend hier auch was erstmal zu investieren in die Bildung und dann eben auch langfristig eben Kosten zu sparen, zum Beispiel gegenüber privaten Rentenversicherungsprodukten und so weiter und so fort. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Ich würde mich über eine rege Diskussion freuen. Wie sorgt ihr privat vor? Auch direkt nur über Einzelaktien, ETFs oder geht ihr über Investmentfonds? Habt ihr auch Rentenversicherung, private Rentenversicherung noch zusätzlich? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut auch mal, dass ihr die Glocke abonniert, dass ihr die Glocke aktiviert, damit ihr dann immer auch entsprechend die Videobenachrichtigungen bekommt, wenn ich eben neues Video hochgeladen habe. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.